So, willkommen zurück zu meinem 21. Let's Play Victoria 2 als Österreich. Ich bin gerade vorhin drauf gekommen. Die letzten beiden Aufnahmen, die ich gemacht habe, waren ohne Ton. Das war besonders klug von mir. Den letzten zwei Aufgaben, nachdem wir keine Kriege geführt haben, lasse ich dir jetzt einfach tonlos mal. Das ist vielleicht nicht so schlimm. Ich werde für beide vielleicht vorne eine kleine kurze Erklärung abgeben, was passieren wird oder was passiert ist. An und für sich nicht allzu viel. Wir haben in den letzten Folgen vor allem versucht, unser Militär wieder etwas aufzubauen. Ich habe mich in heillose Schulden gestürzt, indem wir hier an der Grenze überall Forts errichtet haben. Das war vielleicht nicht ganz so klug. Wir haben jetzt fast 1 Million Pfund Schulden. Ah, fast 100.000 Pfund Schulden, so, nicht 1 Million. Das ist schon ganz schön viel. Wir werden jetzt versuchen, mal ein wenig herunterzukommen von den Schulden. Und zuerst müssen wir da diese lombardischen Rebellen, die versucht haben, sich da meinem mir zu entziehen, zu erledigen. Ja, was natürlich auch dazu kommt, wir haben, also ich habe begonnen, da eine Reihe von Truppen noch zusätzlich zu bauen. Das ist alles etwas, was sehr teuer kommt. Und ja, irgendwann einmal werden wir das hoffentlich auch wieder zurückzahlen können, die Schulden meine ich. Gut. 33% Liberale ist gut. Ist sehr gut. Darwinismus haben wir entdeckt. Hurra, das bringt uns ein Plus auf die Alphabetisierung. Wir kriegen jetzt im Monat plus 0,1% Alphabetisierungsrate hinzu von 0,07 oder 0,08, die wir vorher hatten. Das ist recht groß. Das ist ein recht großer Sprung. Eisenbahnen. Wir haben den Biologismus entdeckt und gleich den Darwinismus dazu. Das ist ja perfekt. So, wir wollen 1870 möglichst mit den Maschinengewehren beginnen und möglichst so, dass wir fast alles schon erforscht haben. Das kostet 12.000 für uns. 12.500, das heißt, wir werden schauen, dass wir ein paar tausend Forschungspunkte oder 1000 Forschungspunkte oder so vorher ansparen schon, damit es noch schneller geht. Wir werden aber jetzt noch, sagen wir mal, die Eisenbahn machen. Oder, damit wir mehr Geld bekommen, vielleicht sollte man ein bisschen mehr in diese investieren. Organisierte Fabriken vielleicht. Oder unsere Verwaltungseffizienz steigern. Oder die Steuereffizienz. Na, Verwaltungseffizienz ist auch nicht schlecht. Es kostet nur 5.500. Machen wir zuerst die Eisenbahn. Und anschließend irgendein Handelsding. Und dann kann es sein, dass wir vielleicht warten mit der nächsten Forschung. Eisenbahn ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir hoffen einfach, dass die... So, gehen wir mal auf 30% zurück. Weil diese Leute gehören auch... Die müssen sich auch irgendwie... erholen. Wir sind noch immer bei minus 3, aber jetzt sind wir bei plus. Ich würde sagen, wir haben alles gekauft, was das betrifft. Nein, doch nicht, da fehlt sogar noch was. Das heißt, das müsste eigentlich noch stärker steigen, sobald wir da alles gekauft haben. Abtrünniges Regiment. Nein, übernehmen wir die Verantwortung. Das bringt zwar ein Prestigeverlust, aber ich mag nicht, dass meine Truppen militant werden. Das ist ein bisschen gefährlich, wenn meine Soldaten militant sind. Gut. Sehr gut, sehr gut. Die Eisenbahn, wann ist die fertig? Im Dezember. Das heißt, wir brauchen nicht einmal ein Jahr.
Zwischenzeit hoffen wir, dass wir nicht allzu viele Rebellionen haben. Gut, und wir werden jetzt anfangen, da das Darlehen wieder zurückzuzahlen. Das wird uns auch helfen, da die Zinsen zu senken. Weniger Zinsen heißt noch mehr Einkommen. Ja, wir zahlen derzeit für das meiste Geld geben wir für die Bildung aus. Das ist gut. Ich als alter Lehrer sage, das ist sehr gut sogar. Die Verwaltung braucht etwa halb so viel. Der Wehretat ein bisschen weniger als halb so viel. Für den Nationalvorrat müssen wir auch was zahlen. Das sind so Sachen wie Instandhaltung, Haltungskosten und so weiter und so fort. Und Subventionen zahlen wir unterschiedlich viel, also circa um die 100 Pfund am Tag. Hervorragend, wir wollen keine Spannungen. Das bedeutet im Endeffekt Sozialdarwinismus. Eine ziemlich dämliche Sache, so ein Sozialdarwinismus. Jetzt haben wir wieder Minus. Was fällt euch ein? Woher kommt dieses Minus? An den Steuern liegt es ja wohl nicht. Die Steuern bleiben in etwa gleich. Woran liegt das dann? Ja, die Einnahmen sind jedes Mal ziemlich gleich. Die ändern sich kaum. Die Bildung, Verwaltung, das kostet auch immer gleich viel. Veritas auch, Zinsen auch. Das heißt, die Käufe in dem Vorrat und die Industriezuschüsse sind das vor allem. Vor allem die Industriezuschüsse, wie stark wir unsere Fabriken unterstützen, subventionieren müssen. Das freut mich überhaupt nicht. Die sollten eigentlich funktionieren wie nur was. Schauen wir mal, was haben wir denn da alles? Das ist ja keine Arbeitslose. Ein paar, nicht mehr. Ja, für sich schaut das gut aus. So, schauen wir mal, in Südamerika gibt es einen neuen Krieg. Naja, da mal ein bisschen wieder Beziehungen verbessern, damit wir auf 200 bleiben bei den Freunden. Das ist uns egal. Russland ist uns definitiv nicht egal. Skandinavien können wir auch noch verbessern. Schauen wir mal, was haben wir da für einen Krieg. Brasilien und Chile gegen Paraguay, Peru und Uruguay. Das gefällt mir nicht wirklich. Ah ja, das ist ja wurscht. Alto Paraguay. Paraguay ist noch nicht in meiner Sphäre. So gesehen ist es egal, ob Peru und Brasilien, die beide in meiner Sphäre sind, miteinander Krieg führen. So, was haben wir da? Wieder zurückgehen. Ja. Weisen wir den Botschafter aus. Nein, wir nicht Botschafter ausweisen. Warten wir noch ein bisschen, bis sie etwas stärker sind. Hey, Spanien werden wir bald aufnehmen in unsere Sphäre. Na, warte mal. Zuerst weisen wir den Botschafter von Skandinavien aus. Bevor wir das machen. Weil. Das Problem ist, sonst haut er meine Berater raus.
bevor ich den Dinge gründen kann. Das wäre nicht nett. Könnten wir bitte mehr Einkommen machen? So hohe Industriezuschüsse, das gefällt mir nicht. Warum eigentlich? Meine Industrie müsste laufen wie ein Einser. Naja, vielleicht auch nicht. Die Binnennachfrage, ihr wisst ja, wie das ist. Und exportieren ist damals noch nicht so großartig gewesen. Ja, wenn wir nicht so hohe Industriezuschüsse hätten, hätten wir ein ziemlich hohes Einkommen. Über 100 Pfund. Naja. Gut, Organisation steigt, Mobilisierungsumfang steigt. Mobilisierungsumfang ist mir eigentlich relativ egal, weil mobilisieren möchte ich eigentlich so gut wie gar, also so wenn geht, gar nicht mehr. Der eine Krieg war, glaube ich, die Ausnahme. Der erste Krieg gegen Preußen. Nachher will ich eigentlich nicht mehr. Hey, wir haben eine Mumie gefunden. Sehr gut. Das gibt Forschungspunkte und Prestige. Das ist gut. So, wir sind militärisch schon wieder Achter. So. Koloniale Tumulte, das klingt nicht gut. Obwohl in der Kolonie schon seit geraumer Zeit antiösterreichische Stimmungen vorherrschen, hat der gärende Unmut erst kürzlich in offene Gewalt gemündet. Was ist das für ein blöder Satz? Was heißt obwohl? Gerade deswegen, oder? Naja. Alleine während der letzten Monate wurden in der Kolonie 3 Beamte getötet. Das finde ich nicht in Ordnung. Und es wird zunehmend klarer, dass etwas getan werden muss, da die Situation sonst außer Kontrolle geraten könnte. Die Ruhe an einer unserer Kolonien hat sich als trügerisch herausgestellt. Innerhalb weniger Tage hat der Unzufriedenheit der Ungeborenen mit der Kolonialregierung die Kolonie an den Rand eines offenen Konflikts gebracht. Die Ruhe vor dem Sturm ist jetzt zweifelsohne vorbei. Wir müssen unbedingt etwas unternehmen. Das heißt, die Leute in Sinai bekommen 5 Militanz. Wenn wir was unternehmen, werden die Leute militanter. Himmel! Was? Ich mir Sorgen machen? Die Bevölkerung erhält 5 Bewusstsein. Ich bin mir nicht sicher, ob die Übersetzungen richtig sind. Ich glaube, wenn ich nichts machen würde, müsste eigentlich die Militanz steigen. Naja gut, ich mache das, was das Bewusstsein steigert. Bewusstsein steigernd ist nicht schlecht. Gut, das heißt aber, da sind wir noch schneller fertig. Schon mit November 1868. Dann kommt noch Moral dazu. Könnten wir bitte wieder mehr Einkommen haben? Könnten wir das mit den Industriezuschüssen lassen? Ich könnte natürlich abdrehen, die Industriezuschüsse, damit wir mehr Einkommen haben, aber wir hätten dann den Nachteil. Wir hätten dann tatsächlich den Nachteil, dass wir bankrottgehende Fabriken hätten, nehme ich mal an. Die Eisenbahn. Gut, wir haben gesagt, dass wir hier im Handel was machen. Ad-hoc-Notenpresse zum Beispiel. Erhöhen wir mal unsere Verwaltungseffizienz. Das ist vielleicht gar nicht einmal so schlecht. Das ist ein bisschen mehr Steuern. Ein bisschen mehr Einkommen. Gut. Expedition kehrt mit leeren Händen zurück. Nochmal.
Ärgerlich. Liberale verlieren etwas, aber konservative Unsozialisten gewinnen stark. Das ist gut, weil die stimmen zumindest mit. Die Liberalen haben nicht wirklich viel verloren. Ah, schaut gut aus. Irgendwie haben wir die Kurve gekratzt. Und die Niederlande ist keine Großmacht mehr, sondern wir haben jetzt Japan als Großmacht. Das ist interessant. Muss ich zugeben. Und wir haben wieder einen Konflikt in Thessalien dieses Mal. Wieder in Griechenland. Und nein, ich werde Griechenland nicht unterstützen, wie bereits gesagt. Genügend eigene Konflikte. Da in Venedig haben wir schon 22, 21. Was sinkt das jetzt wegen dem Dings, wegen dem Konflikt, der da international gärt? Mehr als einen internationalen Konflikt gibt es nicht normalerweise. Ah, den gab es mal. Boah, das ist ja unfassbar. Die haben ja da. Unmengen an Konfliktpotenzial. Da unten. Und es fängt hier schon wieder an. Die sind schon bei 20% wieder. Ja, wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung. Wir bekämpfen den Klerus mit rechtlichen Mitteln. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht Klerus verlieren. Wir zahlen wieder Darlehen zurück. Sehr gut, wir sind unter 50 Pfund an Zinsen pro Tag. Wieder. General. Nitroglycerin wäre schön, wenn wir entdecken würden, aber auf das müssen wir ja offensichtlich noch warten. So, Johann Seitz, nein. Werner Gablenz, nein. Gottfried Schmidt, nein. 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 Ha, der ist gut. Walter von Grüne. Gut, da haben wir 27 Maxeln. Eine Infanterie brauchen wir noch. Das lässt sich ja wohl einrichten. Da könnte man sogar eine Garde nehmen. Das machen wir doch gleich. So, da ist ein Pferd da. Das wir entsorgen. Ein Pferd da, das wir entsorgen. Und eine Garde. Naja, sagen wir ja, was soll's. Das sind die, die vorhin gekämpft haben. Noch mehr Spannungen in Venedig. Es sinkt aber trotzdem. Gut. Und noch ein General ist verstorben, den wir jetzt ersetzen werden. Hummel. Nö. Gustav Dietrich klingt gut. Also ihr seht, man kann das Ganze natürlich noch viel, viel genauer machen und viel mehr sich überlegen. Man sollte sich eigentlich jedes Mal, wenn man jemanden fast sagen, na, da gleich auch noch eine Truppe reinbauen. Kolumbien ist bankrott. Einen Dragoner brauchen wir. Und die sind Süddeutschen, nein, die brauchen wir nicht dort. Keine süddeutschen Dragoner. Und uns da einen Dragoner. Gut. Das aus mit Kolumbien.
Ich glaube. Ah, warte mal. Ah, die Ad-hoc-Notenpresse fertig. So, 2. Juli 1869. Das heißt, wir haben noch genau 6 Monate bis 1870. Das bedeutet, wir werden jetzt einfach gar keine Forschung mehr machen, damit wir nachher ein bisschen einen Boost für das Maschinengewehr haben. Es wird dann zwar nicht sofort fertig, aber schnell genug. Das machen wir so. Es wäre irgendwie nett, wenn wir langsam Nitroglycerin erforschen würden. Ich würde endlich gerne mal den Panama und den Suezkanal bauen. Das wäre mir schon sehr recht, wenn ich das bauen könnte. So, ein General. Okay. Also, Brasilien vergrößert sich, was okay ist, weil sie sowieso verbündet mit mir, also nicht verbündet, sondern in meiner Einflusssphäre sind. Japan. Verbessern wir mal die Beziehung zum Japan und zu USA. Tatsächlich könnte es durchaus sein, dass wir Japan bis zum Schluss unter den Top 8 haben. Die sind normalerweise relativ stark, die zivilisieren sich recht schnell. Im Gegensatz zu den meisten anderen unzivilisierten Staaten sind die da recht flott. Falsch, zum Haushalt wollten wir. Und die sind wirtschaftlich meistens recht gut drauf. Eine nationale Tragödie, naja, kann man nichts machen. Auf jeden Fall. So, das werden wir wegtun. Schon wieder Nationalisten, aber dieses Mal nur Kroaten. Die sind eher schwach. Das sind gerade mal 30.000 Marxlern. Mal 50% drauf, da war mal. Gut, na, das geht so nicht. Also machen wir das auch so weiter. Ah, Vulkanisierung, auch nicht schlecht. Allerdings, wenn man Nitroglycerin, wie schon gesagt, um einiges lieber. Wir haben eine 4%ige Chance und es kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Sehr ärgerlich. Okay, wir haben die Schlachten gewonnen. Wir gehen wieder zurück auf 30%. Das muss reichen. Ah, wir können Spanien unsere Einflusssphäre nehmen. Das ist gut. Und Kolumbien.
Gut. Also wenn die das so machen, ist das okay, weil auf diese Art und Weise kommt es zu keiner Krise. Ohne Krise bin ich glücklich. Ein bisschen Revolution niederzuschlagen ist jetzt nicht so dramatisch. Gut. Was brauchen wir noch, haben wir gesagt? Wir brauchen noch einen Husaren und eine Infanterie. Das bauen wir jetzt einfach gleich. Bauen wir die Infanterie. Da bauen wir den Husaren. Und die schicken wir dann einfach zu den Armeen, die es brauchen. Und aus. Gut, das Jahresende rückt näher. Und wir haben dann hoffentlich bald unsere Husaren. Da können wir dann hoffentlich bald weitermachen, weiter erforschen. Und dann sehen wir unsere ersten selbstgemachten Kolonien. Eigentlich haben wir schon eine erste selbstgemachte Kolonie, nämlich Darfur. Aber das zählt irgendwie nicht. Oder so. Gut. Wie schon gesagt, wir haben den 1. Jänner 1870. Wir haben wieder ein wenig Verlust bei den Liberalen. Das gefällt mir gar nicht. Die sind mal weit mehr als das letzte Mal. So 0,09% ertrage ich noch. Und 0,5%. Wie sollen wir denn jemals da weitermachen? Wir hätten gern nur nicht sozialistische mal. Um die Sozialreformen weiterzuführen oder sowas in die Richtung, naja. Oder vielleicht sogar ein, na, wobei ich bin mir nicht sicher, ob das gescheit ist. Oder Wahlen zulassen. Ja. Was haben wir gesagt? Genau, Technologie. Jetzt können wir Maschinengewehre erforschen. Schauen wir mal, wie viel wir uns angespart haben. 1871, sagt er da. Na, servus. Ah, wir sind schon bei 41, bei 42% Alphabetisierung, Herrschaften. Das wird schnell und schön. Sehr gut, wir haben doch recht viel angespart. So, was haben wir noch? Wir werden uns wiederum die Beziehungen verbessern. So, euch auch. Oh, Frankreich ist die Nummer 1 mittlerweile. Das ist selten, dass das passiert. Deutschland normalerweise. Naja, haha. Deutschland kann ja wohl nicht in unserem Spiel. Gut. Wir zahlen weiter Schulden zurück. Eigentlich sollten wir auch gleichzeitig anfangen, So, wir haben jetzt doch relativ viele. Schon relativ viele. Wir sind schon auf 62 Regimenter, die wir erhalten können. Das heißt, wir werden uns ein neues Regiment bauen. Und zwar dieses Mal stellen wir das nach Senj an die Grenze zu den Osmanen. So, was haben wir hier? Machen wir mal, schauen wir mal, wie viele süddeutsche Regimenter wir haben. Einmal, zweimal, und auch.
Skitendeutsche dreimal. Hat auch noch welche. Rumänen. Ah, da sind noch Süddeutsche. Viermal. Das sind die Donauschwaben, die hier wohnen. So, und dann sagen wir mal, nehmen wir noch eine rumänische Infanterie. Fünfmal. Gut, dann brauchen wir einen Pionier. Zwei Artillerie. Eins und zwei. Und noch zwei Pferdtauben. Einmal Dragoner. Oh, keines mehr. Naja, kann man nichts machen. Mal warten auf das letzte. Noch einen Husaren. Das kostet natürlich wieder Geld. Jetzt sind wir wieder im Minus. Naja. Gut, jetzt haben wir keine 100 mehr. Aber wir werden noch im 8. November fertig. Ah, da haben wir wieder was. Süddeutsch. Serbisch. Ha, serbische Husaren. Das ist auch nicht schlecht. Das ist eh gut. Die Pferde sterben immer als erstes. Ist mal lieber die Serben sterben als die Süddeutschen. Das klingt jetzt etwas grausam, aber die Spielmechanik sagt, ich möchte möglichst viele von meiner nationalen Nation behalten, also von den Süddeutschen, und möglichst wenig von diesen anderen Nationen. Das heißt, die kriegen die Suizidkommandos. Das ist ein bisschen so wie bei South Park. Kennt ihr den Film South Park The Movie? Da gibt es auch eine Szene, wo sie die Schwarzen quasi an die Front schicken. In etwa so machen wir die Österreicher das auch. Wir schicken vielleicht nicht die Schwarzen vor, wir schicken halt, keine Ahnung, die Serben, die Ungarn und alle möglichen anderen Typen vor. Hauptsache irgendjemand, der die Schläge abkriegt. Gut. Wir haben jetzt wieder eine Zeit lang gespielt. Herrschaften. Ich werde wieder Pause machen und wir sehen uns morgen erneut, hoffe ich. In der Zwischenzeit wünsche ich euch gute Nacht, schlaft's gut und träumt was Schönes. Bis später dann.